Hallo, mein Lieben, und herzlich willkommen zu diesem Video. Und zwar habe ich mich jetzt vor knapp anderthalb Monaten bei meiner Familie als Transgender geoutet. Und ich denke, ich muss es auch, oder ich will es jetzt auch für euch tun und vor euch tun. Also, ich bin transgender, spricht. Ich fühle mich komplett im falschen Körper und bin auf dem Wege bereits, ja, das andere Geschlecht anzunehmen, spricht hinzugehen und zu sagen, ich war schon beim Psychologen und war auch schon, beziehungsweise habe mir schon einen Termin besorgt beim Endokrinologen. Und ja, das wird dann in Zukunft mein Weg sein, weil ich als Kerl einfach nicht mehr weiterleben will, noch kann. Wenn ich zum Beispiel in den Spiegel gucke und dieses Gesicht sehe, oder mein männliches Gesicht sehe, muss ich ganz ehrlich sagen, könnte ich fast instant brechen. Dann die Thematik, dass ich das, was zwischen meinen Beinen ist, als totale Behinderung ansehe. Dann das Thema, dass ich auch mir ultimativ gerne ja, Frauenklamotten anziehen möchte und so weiter und so fort und die mich deutlich mehr interessieren als die männliche Variante, und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, das ist so mein Weg, mein Bestreben, und ja, supportet mich weiterhin so gut, wie ihr es bereits tut, und ja, eine Sache muss ich auf jeden Fall sagen, und für die Leute, die jetzt vielleicht Sorgen haben, dass der Kanal deswegen nicht weiterläuft. Nein, diese Sorge ist völlig unberechtigt. Der Kanal wird weiterlaufen. Dieser Kanal ist ein Teil meines Lebens, ein sehr großer Teil von dem, was ich liebe, was mein Hobby ist, was ich mit Leidenschaft verfolge. Und das wird sich nicht ändern. Auch meine Persönlichkeit wird sich nicht ändern. Das Einzige, was sich vielleicht ändern wird, ist, was heißt vielleicht, was sich ändern wird, ist das Geschlecht und natürlich die Moderation. Das ist natürlich ein bisschen, das ist natürlich klar. Aber wie gesagt, das wird auf jeden Fall weitergehen, der Kanal, keine Sorge. Es wird aber auch noch einen zweiten Kanal geben, beziehungsweise er existiert sogar schon bereits. Und noch einen dritten Kanal wird es geben, worauf dann tägliche Vlogs laufen werden über das spezielle Thema. Wer also auch da verfolgen will, kann ihn auch gleich abonnieren. Ich werde die Kanäle unten in der Videobeschreibung verlinken und dann könnt ihr diese auch verfolgen. Ich werde auch die nächste Zeit das Let's Playen wieder anfangen, wenn ich denn mir, ja, sobald Geld drauf ist, auf jeden Fall einen neuen RAM holen werde. Spricht ein bisschen besseren RAM, damit ich auch super aufnehmen kann für euch. Wer sich also auch für Gaming interessiert, kann natürlich auch gerne auf diesen Kanal gucken. Ist ebenfalls dann verlinkt, beziehungsweise ich meine, ihr findet ihn sogar schon unter den ausgesuchten Kanälen, und zwar nennt sich der Kanal Johnny LP. Und der andere, der Videokanal, wird Johnny RL heißen. Dort werdet ihr dann die nötigen Infos finden, die nötigen Vlogs finden, wie mein Weg so weitergeht, falls euch das interessiert, und ja, was ich so mache und so weiter und so fort, was meine Sorgen sind und bla und blub, also so richtig Retalk-Formate in Reinkultur. Also einfach alles, was so mit mir zu tun hat und so weiter, wird auf diesen Kanal ankommen. Johnny
LP wird dann der Gaming-Kanal sein, da werde ich Let's Plays drauf machen. Einfach nur, weil ich da wieder Spaß dran habe, das zu tun. Ich habe auch schon reichlich im Voraus aufgenommen, was ich jetzt dann in der nächsten Zeit abarbeiten werde. Und wird allerdings noch ein bisschen dauern, bis der Gaming-Kanal wirklich denn startet. Also von dem her einfach, ja, abonnieren, falls euch das interessiert, was ich dann da tue. Und dann geht es dann auch ohne Probleme dann in ein paar Monaten, denke ich mal, los. Also letztendlich, also spätestens im November werde ich auf jeden Fall dort wieder anfangen. Also, wenn euch das interessiert, einfach checken, einfach reingucken. Und wenn euch das, wie gesagt, Spaß macht, einfach supporten. Und ich hoffe wirklich, dass ihr keine Probleme wirklich damit habt, dass ich Transgender bin. Und nehmt mich einfach so auf, wie ich bin. Wie gesagt, an meiner Persönlichkeit wird sich nichts ändern. An meinem Witz wird sich nichts ändern. An meiner Leidenschaft für Storm Chasing wird sich auch nichts ändern. Und ja, ihr seid recht herzlich dazu eingeladen, mich weiterhin zu supporten. Und ihr seid auch recht herzlich dazu eingeladen, die anderen Kanäle zu folgen, beziehungsweise zu abonnieren, um deutlich mehr zu erfahren, was die Hintergründe sind und beziehungsweise was so in meinem Leben die nächste Zeit abgeht. Ich denke mal, den Vlog-Kanal werde ich dann erst starten, wenn ich denn jetzt denn letztendlich den Termin habe für den Beginn der Hormontherapie. Werde ich dann wahrscheinlich dann erst anfangen, großartig, um halt den Weg auch ein bisschen festzuhalten und auch für mich das Ganze festzuhalten. Ja, was bleibt sonst noch zu sagen? Ihr seid ganz einfach cool und danke für euren bisherigen Support. Ich hoffe, ihr supportet mich auch weiter. Na, bis dann. Ciao mit V. Und wie gesagt, es wird sich für euch großartig nichts ändern. Das war jetzt super schwierig, dieses Video aufzunehmen. Ich musste tatsächlich mich ein bisschen emotional im Griff behalten. Ne? Bis dann. Ciao.